Shalom Aleichem, wir sprechen heute über eine Levaya, eine Levaye. Levaye bedeutet Beerdigung oder Begleitung, Lelavot. Jemand zu begleiten heißt Levaya. Oder in unseren Sprachen hier Bestattung. Levaye ist eine Mitzvah von Wohltätigkeit und das nennt man Halvayat Amet, der Mess der Verstorbenen zu begleiten. Und das ist eine Mitzvah Aseh, das ist ein Gebot von unserem Torah, ein teuterer Mensch zu begleiten zu seiner kommenden Welt. Zuerst die Familie oder die Gemeinde sollen Kundgebung für die Zeit, für die Levaye. Die Levaye soll am schnellsten wie möglich stattfinden. Natürlich, wenn es gibt Mishpoche oder Verwandte, die wohnen weit in Amerika, in Israel, in Australien, soll man am liebsten warten, bis sie kommen. Aber wenn es ist zu viele Tage, soll man am schnell wie möglich die Levaya zu machen. Die Levaya soll man kundgeben in Internet, in WhatsApp, durch Vizo, Frauen-E-Mail, verschiedene Möglichkeiten sollen die Leute wissen, dass es gibt eine Levaya in Stadt. In eine Levaya, in eine Beerdigung, von jüdischen Beerdigung, soll sein mindestens 10 jüdischen Männer über Bar Mitzwa. Bei uns in Frankfurt am Main gibt das immer von der Chevre Kaddisha und von der jüdischen Gemeinde immer 10 Männer dabei. Damit soll sicher sein, dass wir haben 10 jüdische Männer bei der Beerdigung. Bei der Levaya, bei der Beerdigung, geht dem Sarg, der Mess, geht am Anfang beim Rosh. Und unterwegs spricht man Kapitel 91 dreimal und beim Ende von jedem Kapitel stoppt man. Danach sagt man Kapitel 121 und ein Gebet von Rabbi Nechunia ben Akana, Anna Bechoach. Bei einer Frau gibt das ein bisschen andere Gebet, wo man zufügt ein Gebet von Eshet Chail, den letzten Abschnitt von Sprüche von Mishle. Und man stoppt mit jedem Ende von Gebet am Ende. Zu gehen zu einer Levaya ist eine große Mitzwa. Auch für Menschen, die du nicht besondere magst. Auch für Assoine, für einen Feinder, ist eine Mitzwa zu gehen zu der Levaya. Zu einem Ex-Mann, zu einer Ex-Frau. Auch wenn man am Leben keine guten Kontakte gehabt, eine Beerdigung ist eine Zeit, wo man kann sich auch Meuchel sein, vergeben, verzeihen und deshalb soll man gehen. Soll man auch gehen zu einer Beerdigung von nicht-jüdischen Kollegen oder Nachbarn, um letzte Ehre zu geben. Oder Minister oder Leute vom Staat. Es ist wichtig, dass jeden auch da teilnehmen. Es gibt keine klaren Regeln, welche Kleider soll man anziehen bei einer Beerdigung. Aber man kann es sagen, akol keminaga makom, alles nach der Gewohnheit in diesem Ort und in dieser Stadt. Also wenn man praktisch in Frankfurt die Leute gehen dunkel und schwarz, dann es auch anpassen soll man gehen in eine dunkle Kleider und nicht jetzt in ganz helle. Also soll man sich anpassen, aber muss man nicht unbedingt schwarzen Hemd oder schwarzen Kleid. Es reicht, das ist dunkel. Die Männer soll tragen bei einer Levaya eine Kippa. Kinder soll man am liebsten nicht mitbringen zu einer Levaya, zu einer Beerdigung. Natürlich, wenn das ist Kinder von dem Mishpoche, eigene Kinder, müssen sie kommen. Aber wenn das ist zum Beispiel Großeltern, es ist nur Kinder, die ab 5, 6 Jahre, die verstehen, was bedeutet eine Beerdigung, da ist wirklich gut zu bringen. Aber das liegt an der Entscheidung von den Älteren und ihrer Offenheit und ihrer Möglichkeit, was sie die Erziehung ihrer Kinder stehen. Da gibt es keine festen Regeln in der Religion. Die Religion sagt nur, wenn das ist eigene Mishpoche, müssen die Kinder dabei sein. Wenn das ist nicht die 7 Verwandte, dann müssen sie nicht zu der Beerdigung gehen. In einer Levaye, in einer Beerdigung, soll man sich nicht die Hand geben und grüßen. Soll man nicht rauchen, nicht telefonieren, nicht SMS schicken und schickt man nicht einer dem anderen Shalom. Es ist nicht Kavod von der Mess zu reden in einer Beerdigung.
Die Aufgabe von einer Beerdigung ist, dem Verstorbenen Kavod, Ehre und Respekt zu erweisen und teilzunehmen an dem Trauer und an dem Gefühl von die Familie mit ein zerbrochenes Herz und Mitgefühl und Mitleid zu zeigen. Wenn man kommt zurück von der Levaya, von der Beerdigung, soll man nicht gehen in demselben Weg zurück. Also, wenn man geht in einen Weg zu der Beerdigung, soll man von anderen Weg kommen zurück zu dem Haupteingang. Aus zwei Gründen. Eine kabbalistischen, es ist eine Ruach Ra'a, Satan, Malachamavet entgegenkommen, es ist nicht gut in diesen Weg zu gehen. Und der andere ist ein bisschen psychologischen Grund, die sagt, du kannst nicht bleiben auf demselben Weg nach der Beerdigung. Du musst deine Wege ändern. Du musst ein bisschen anders werden nach der Beerdigung, nach der Bestattung. Es ist nicht umsonst ein Mensch gestorben. Du brauchst eine Lehre, eine Moral, etwas zu deinem Leben zu beherzigen, um anders zu ticken und zu leben und zu fühlen ab heute. Es kann nicht sein, dass du bleibst in demselben Weg. Du musst dich ändern. Zarichli ishtanot velalechet bederech shona. Muss man sich ändern und gehen in einen anderen Weg. In einen anderen Weg hat das zwei Bedeutungen. Anderer Weg physisch und anderer Weg geistlich. Wenn die Levaya, wenn die Beerdigung ist zu Ende, geht man zum Haupteingang. Dort gibt es ein Krug, ein Seffel, ein Quart und man wäscht die Hände dreimal wechselhaft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legt man den Seffel auf den Kopf, auf den Mund und man trocknet nicht die Hände, um den Schmerz und den Trauer zu behalten. Wenn jemand ist aber sensibel oder Winter oder regelmäßig im Friedhof, er darf seine Hände zu trocknen, aber wenn Leute kommen einmal in Friedhof zu einer Beerdigung, sollen sie ihre Hände nicht trocknen. Und man gibt auch nicht dem anderen, dem Seffen, und man sagt, bitteschön, du kannst deine Hände waschen. Auch die Hand gibt man nicht. Auch die Hand gibt man nicht, ja. Soll man nicht reinkommen nach Hause oder zum Auto, vor dem, das hat man die Hände gewaschen. Muss man die Hände waschen. Es ist eine Pflicht. Was passiert, wenn es ist Winter und die Wasser sind eingefroren? Dann, wenn es gibt Schnee, kann man in Schnee die Hände waschen. Wenn nicht, nimmt man eine Flasche mit Wasser, legt man auf die Hände und das war's und Shabbat Shalom und damit ist die Sache erledigt. Also, da haben wir heute im Kurzen zusammengefasst, was bedeutet eine Levaya, eine Beerdigung. Und es ist eine große Ehre zu kommen zu einer Levaya. Wenn jemand gibt letzte Ehre, kann er auch geben erste Ehre. Es ist eine wichtige Sache, zu einer Levaya zu gehen. Und wenn nicht der Mann und die Frau zusammen schaffen, in die Levaya zu gehen, reicht, dass eine von den Mishpoche geht.